Dann schauen wir doch mal, was der Wald noch so zu bieten hat. Also direkt an der Felswand da lang war diese Riesenmäuler. Hier unten müsste die Stelle sein, wo wir runtergefallen sind. Aber da waren letztes Mal diese Schweineratten, keine Wölfe. Ha, na gut, erlegen wir ihn erstmal und dann können wir schauen, wo wir wirklich sind. Denn so sah das dann nicht aus. Da war richtig eine Decke drüber. Und in der Decke halt ein Loch, durch das wir durchgeplumpst waren. Na nun, was war das denn gerade? Naja, so oder so. Ein paar Pilze, ein paar Kräuter. Kann man alles verkaufen oder benutzen. Ah! Hinterhältiges Biest, wo kommst du denn her? Ist der da runtergesprungen? Ah, komischer Wolf. Ja, genau, so sah das schon eher aus. Vielleicht sind wir einfach nicht ganz durchgegangen. Ja, durch das Loch sind wir runtergeflogen. Dann haben wir hier wahrscheinlich die Schweineratten getötet und sind einfach durch den Ausgang wieder raus. Na gut. Zwei Wölfe haben wir schon mal. Ein bisschen was an Kräutern, aber so wirklich ist hier nicht mehr viel. Schauen wir doch mal kurz zu diesen Mäulern da hoch. Aber das müssten wahrscheinlich die Snapper sein, von denen die Jäger gesprochen haben. Weil wie ein Schattenläufer sieht das nicht aus. Schattenläufer ist für mich irgendwie was Dunkleres, nicht so hell. Na gut, die bewachen die Höhle. Von der Höhle halten wir uns also erstmal fern. Und da haben wir noch ein paar Scavenger. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Kakao. Wie viel Fleisch haben wir eigentlich inzwischen? Wir haben schon lange nichts mehr gebraten. Wir haben 50 Stück gebraten und 60 Stück roh. Ja. So, folgen wir einfach mal der Bergkette. Ah, oh, das sind noch mehr von denen. Kommen wir an denen vorbei? Ne, da ist noch einer. Das sollten wir nicht riskieren. Aber gut, für später können wir uns merken, bei dem Wald nördlich vom alten Lager sind diese Snapper an zwei Stellen. Dich nehmen wir auch nochmal mit. Was haben wir hier? Das sieht ja schon fast so aus, als wenn das in den Stein gehauen wurde und keine natürliche Höhle ist. Aber nichts drin. Und ein Wolfsbau ist das bestimmt nicht. Die sind nicht so riesig. So, also da ist der Weg, den wir schon mal gegangen sind. Dann gehen wir jetzt nochmal die andere Seite lang. Und danach müssen wir schauen, wo wir hingehen. Denn an der anderen Felswand lang geht es ja zum alten Mine. Und da haben wir schon alles aufgeräumt. Wir können jetzt noch hier gucken, ob beim Fluss noch irgendwelche Blutfliegen sind. Und die Goblins, die waren doch auch hier. Da hatten wir schon ein paar von erlegt. Aber dann war da so eine ganze Höhle voll und die haben wir dann doch nicht gemacht. Da könnten wir uns ja theoretisch mal ranwagen. Ah ja, da sind wirklich noch ein paar Blutfliegen. Auch wenn ich eigentlich so eine schwereren Sachen wie ein ganzes Lager voller Goblins zu töten erst machen wollte, wenn wir unsere Rüstung haben. Aber vielleicht finden wir noch so ein paar Erzmünzen, Erzbrocken in irgendeiner Kiste. Das wäre nämlich echt praktisch. Denn so an Erz rankommen, könnten wir höchstens noch im Sektenlager. Da wollen wir uns ja gerade nicht blicken lassen. Oder gab es noch irgendwo außerhalb freie Händler? Nur die beiden Jäger, ne? Ne, nicht mal beide Jäger. Der eine Jäger nur hat was verkauft. Und sein Erz haben wir schon. Oh, hier sind Goblins. Ja, doch, das ging schnell. So, das kommt mit. Das, oh, wir haben gar nichts dabei.
Und auf der anderen Seite waren Lurker. Hm. Mal gucken, ob der genauso zäh ist wie der im neuen Lager. Das heißt, wir sollten vorher auf jeden Fall eine Kleinigkeit essen. Da ist unser Fleisch. Njam, njam. Njam, njam. Und dann gucken wir doch mal. Ist da eigentlich nur einer oder waren da mehr? Bisher sehen wir nur einen. Ja, scheint einer zu sein. Dann komm mal her. Ah, schaut doch ganz gut aus bisher. Lässt sich schön in die Ecke gedrängen. Na komm. Oh, also der auf dem Damm war wesentlich aggressiver. Der hat einfach mal ein paar Schläge eingesteckt, um uns einen reinzuwürgen. Da sind noch die anderen Echsen. Na, kriegen wir dich einzeln? Da sind die restlichen Goblinsen. Komm her. Ja, schön alleine. Oh, deinen Freund wollten wir eigentlich nicht haben. Ja, so viel Schaden machen die auch nicht mehr. So, alles schön an Krallen mitnehmen. Wenn wir irgendwann einen Händler finden, wollen wir all sein Herz haben. So, ganz viele Goblins. Da nehmen wir doch mal noch eine Keule. Haben wir noch irgendwas, was wir kurzfristig verwenden könnten? Freundlich stimmen. Nee, es wird bei den Goblins nicht funktionieren. Die Tränke können wir auch erst später benutzen, weil im Kampf ist das extrem unpraktisch. Na gut. Dann gucken wir doch mal, ob wir die einzeln rausbekommen. Ist das schon nicht? Oh, oh. Das sieht nicht so aus. Oh Mann, das wären ja noch mehr. Na komm, wenigstens nur drei oder so. Klopfen schon so aggressiv auf den Boden, also müssten sie vielleicht, ja. Vielleicht schon ankommen. Okay, jetzt kommen schon fünf. Irgendwie greifen die gar nicht an. Ah! Doch, sie greifen an. Die haben uns erstmal nur umzingelt. Nee, 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 nee. Komm, komm. Wir haben zwei von euch erlegt, das reicht. Jetzt gibt es erstmal einen taktischen Rückzug. Sind die noch hinter uns her? Nee, die ziehen gerade wieder zurück. Uffala. Ja, also sterben tun die ja schnell, aber austeilen können die ganz schön ordentlich. Wir wurden nur zwei, dreimal getroffen und waren schon fast tot. Und die haben auch nicht alle gleichzeitig angegriffen. Wir haben uns nur umgerundet. So, aber dich nehmen wir noch mit. Ach, kommt gleich die restliche Bangage. Na komm, du stirbst, bevor deine Freunde kommen. Hey, da haben wir wieder schon fast alle umgebracht, oder? Schnell eine Keule nachlegen. Und schauen wir mal. Da liegen schon mal vier tot. Hier sind noch mal vier tot. Das müssten doch schon fast alle gewesen sein. Ah, schön, schön. Ein ganzes Goblin-Lager ausgelöscht. Hier haben wir einen Schürhaken, Trank und einen Kochlöffel. Na okay, was will man in einem Goblin-Lager erwarten? Ist das für ein Schürhaken gewesen? Nö, nichts Besonderes. Na gut, sammeln wir die Waffen von den Goblins noch ein. Die hatten ja auch richtige Nagelkeulen, die müssten auch ein bisschen was wert sein. Oh, eine Menge Nagelkeulen.
Habt ihr selber auch was dabei? Nö. Ja, diese schwarzen Verwandten von den Goblins. Da hätte man schon erwarten können, dass die wenigstens ein paar Münzen oder Erzbrocken oder Fisch oder irgendwas dabei hätten, aber ne. So, war hier noch was? Da scheint es weiterzugehen. Auf der Anhöhe. Kommen wir da hoch? Ja. Ah, ist das die Brücke zum neuen Lager? Sieht ein bisschen so aus, ne? Gucken wir doch mal. Dann ist die Frage, dann könnten wir auch gleich hier weitergehen, weil in dem anderen Gebiet gab es ja nichts mehr. Also direkt jetzt bei der alten Mine. Ha, hier sind Scavenger. Also wird das nicht die Brücke. Doch, es ist die Brücke. Da ist die Truhe und da hinten sieht man das alte Lager. Aber warum haben wir damals nie die Scavenger hier mitgenommen? Hm. Na gut, das holen wir dann erstmal nach. So, dich und dich und dich auch. Hey. So, alles an Fleisch mit. So, also da ist die Fischerhütte vor dem neuen Lager. Das heißt, dahinter ist irgendwo der Reislord und dahinter ist das eigentliche neue Lager. Schauen wir doch mal, wo wir jetzt hinkommen. Ist der Fluss hier verbunden mit der Reisplantage? Ja. Wir haben schon mal durch so eine Ecke abgekürzt, oder war das hier? Ja, war es. Da ist die alte Mine. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, wir sind hier. Da oben bei dem X ist die Mine. Aber wir sind nicht weiter nach Nordwesten gegangen. Da können wir nochmal kurz hingucken, ob es da noch irgendwas zu holen gibt.